Cause you never know what tomorrow brings in this crazy life. Hey, this life, this life, this life, this life. Hey und willkommen, meine lieben Freunde, zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal GamingGuides.de. Heute, wie man unschwer erkennen kann, befinden wir uns wieder mal auf der PlayStation 4 Version beziehungsweise auf der Minecraft PlayStation 4 Bedrock Edition. Und heute geht es ausnahmsweise mal um die ein oder anderen nützlichen, aber auch einfachen Befehle, die man hier so auf der Bedrock Edition ausführen kann, die mit Sicherheit einige noch nicht kannten beziehungsweise gar nicht wussten, dass diese existieren. Denn ja, wir können auch mit Command-Blöcken rumspielen mittlerweile auf der PlayStation, das haben wir uns immer gewünscht und jetzt sind die Möglichkeiten einfach so riesig groß, dass es unglaublich ist, was wir da alles tun können. Noch kurz vorab, heute, das wird eher so ein kleines Starter-Tutorial, was man so machen kann, die einfachen Befehle. Ich habe hier 5 nützliche für euch vorbereitet, die man so wissen sollte. Natürlich gibt es auch noch unzählige mehr, das werde ich aber in einem anderen Tutorial machen, wo ich auch allgemein nochmal den Comment-Block erklären möchte mit den 3 unterschiedlichen Versionen, die es von ihm gibt und. Da kommen auf jeden Fall noch etliche Tutorials. Auch rechts seht ihr schon ggde.net oder wenn ich hier Start drücke, über meinen Namen Sir GDE steht Admin. Man kann auch Serverringe verteilen, man kann ein wirkliches Shopsystem mit Geld machen und. Dazu kommen aber noch unzählige Tutorials, eher gesagt. Bevor wir aber allgemein ins Video starten, muss ich natürlich noch das Adventsgewinnspiel von letzter Woche auflösen für das Creeper-Kissen. Und hier ist der Kommentar, der gewonnen hat. Kontrolliere auf jeden Fall sofort deinen alten Kommentar. Ich habe darauf nämlich geantwortet, beziehungsweise falls du keine Kommentar- bzw. Kontaktmöglichkeit angegeben hast, bitte ich dich darum, darunter einfach mal zu antworten, falls da nichts vorhanden ist. Ansonsten check deine Kontaktmöglichkeit, dann habe ich dir wahrscheinlich schon längst geschrieben und brauche deine Daten, um dir dieses wunderschöne Creeper-Kissen zuzuschicken. Für alle anderen, heute startet wieder das nächste und zwar heute ist der 3. Advent. Also kann einer von euch diese beiden Tassen hier gewinnen. Eine Enderman-Tasse und eine Creeper-Tasse. Also wenn das nicht cool ist, daraus zukünftig seinen Tee, Kaffee oder was auch immer zu trinken, dann weiß ich auch nicht. Um daran teilzunehmen, wie immer, Abonnent sein, das Video liken und mit dem Hashtag 3. Advent kommentieren, beziehungsweise der Hashtag muss einfach in eurem Kommentar drin sein und ihr seid automatisch mit dabei. Ich würde sagen, genug gequatscht und wir starten auch allgemein mal in das Thema Befehle. Für alle, die es nicht wissen, wenn wir Steuer kurz rechts drücken, öffnet sich hier so ein kleines Chatfeld. Hier können wir jetzt allgemein irgendwas reinschreiben und dann mit Viereck abschicken und das ist natürlich so ein kleines Chatfenster, wo wir aber auch Befehle eintippen können. Erstmal grundsätzlich, hierüber kommt man auf die Tastatur automatisch. Hier haben wir einige Standardbefehle, zum Beispiel unseren Weltstartpunkt können wir setzen. Wir können jetzt hier zu Spielern teleportieren oder Spieler zu uns teleportieren, die Uhrzeit ändern. Also ob es Tag oder Nacht ist oder sogar Sonnenaufgang oder Sonnenuntergang, auch sehr praktisch manchmal. Das Wetter können wir hier auch standardmäßig einstellen. Also wenn wir da draufklicken und dann Viereck drücken, wird das jetzt in diesem Fall zu schönem Wetter gewechselt. Ist also wirklich alles schon sehr, sehr praktisch und einfach. Hier gibt es dann auch nochmal ein kleines Einstellungsfenster, da haben mich auch viele gefragt, hey, wie hast du denn deine Schriftart geändert? Wenn man hier nämlich drauf drückt, kann man erstmal hier diese beiden Funktionen einstellen. Du kannst den Chat komplett ausstellen, falls er dich nervt. Und Text-zu-Sprache-Funktion ist jetzt, glaube ich, relativ unrelevant, so rum. Und hier hat man noch die Wahl zwischen zwei Schriftarten. Einmal diese Mojang-Schrift und Noto Sans, das ist die Standardschrift, die habe ich aber direkt ausgestellt. Des Weiteren hier hast du noch einen Zeilenabstand, das heißt, man sieht es links. Den kann man höher oder tiefer stellen. Ich habe den jetzt auf 1,5 gestellt, meine ich sogar. Des Weiteren die Schriftfarbe selber, also deine Chatfarbe kannst du ändern. Einfach hier draufklicken und schon hast du hier so ein paar Optionen. Und du kannst das ändern, also deine eigene Farbe ändern. Also wenn du was schreibst mit /say zum Beispiel, wie man jetzt links das Hallo da sehen kann, da kannst du dann auch deine Farbe mit ändern. Ich habe jetzt einfach mal Aquamarin genommen, einfach so. Und dann auf Standard zurücksetzen, brauche ich glaube ich nicht erklären. So, wir können Befehle ausführen, indem wir logischerweise /, also diesen Schrägstrich eingeben und haben dann unendliche Möglichkeiten. Ich habe jetzt da einfach mal was Kleines vorbereitet. Vorher möchte ich euch aber noch zeigen, wie man den Befehlsblock bekommt. Dafür tippen wir einfach /gif ein. Wir müssen einen Spieler auswählen. Wir können jetzt unseren Gamertag eingeben, @s eingeben oder sogar den nahesten Spieler mit @p eintippen. Das werden wir jetzt in dem Fall auch. Ich mache es immer mit @s, von daher könnt ihr machen, wie ihr möchtet. Wieder eine Leertaste und jetzt geben wir Comment Block ein, also Comment-Block. Und dann drücken wir R2 zum Fenster schließen und dann nochmal Viereck. Und schon haben wir hier den guten alten Comment-Block. Können jetzt hier einen Befehl eintippen. Die Form des Ganzen, ja, man kann den ja in Impuls, Verketten wiederholen. Das werde ich dann im nächsten Video machen. Und allgemein dann hier natürlich
unglaublich viele Möglichkeiten, die wir hier einstellen können. Zum Beispiel das mit dem Scoreboard rechts ggd.net. Also du kannst wirklich eine Server-Info machen, du kannst Admin-Ränge verteilen oder allgemein Supporter-Ränge. Du kannst festlegen, wie viele Leute auf deinem Server welchen Rang haben, ob die OP haben, was die dürfen und was die nicht dürfen. Jetzt habe ich aber hier 5 Comment-Blöcke vorbereitet, wirklich mit so Standardbefehlen, die man aber tatsächlich nützlich auch gebrauchen kann, muss ich sagen. Zum einen haben wir dann natürlich die Difficulty, also den Schwierigkeitsgrad. Wenn ich jetzt hier draufklicke, wird der Schwierigkeitsgrad auf Peaceful gesetzt. Man kann das natürlich auch hier bearbeiten, also der Befehl ist ganz einfach. Slash Difficulty 0 ist in dem Fall Peaceful. Wenn ich jetzt hier auf 1 mache und das Ganze wieder schließe und dann drauf drücke, sieht man schon, jetzt wurde das Ganze wieder auf Easy gesetzt. Also der Befehl an sich, man kann das Ganze natürlich auch nur im Chatfenster eingeben. Difficulty in dem Fall und dann 0 bis 3 praktisch. Wir können jetzt auch mal 3 machen und schon haben wir das ganze Spiel auf Hard gesetzt. Und das wollen wir natürlich nicht, deswegen machen wir das Ganze mal direkt wieder auf Peaceful, in dem Fall eher auf Easy. Also ein ganz, ganz einfacher Befehl, um einfach den Schwierigkeitsgrad des Spiels zu setzen. Des Weiteren gibt es natürlich auch eine Tell-Funktion. Ich habe jetzt auch was festgelegt, jetzt sieht man oben links, hallo. Da das der Comment-Block quasi aussendet, ist ein Ausrufezeichen. Wenn ich jetzt selber mit dem Slash, eine Sekunde, Slash Tell und dann nach der Leertaste irgendwas eingebe, dann kann ich hier einfach mal OKK schreiben und schon, ach, ich habe natürlich kein Spiel ausgewählt, weil ich habe Tell, das war nochmal Say, so, Say ist Hi, das ist dann an alle praktisch, ihr seht schon, Sir.GG.DE, das sieht auch ein bisschen anders aus, als wenn ich das so reinschreiben würde, also wenn ich jetzt so reinschreibe, ist mein Name halt ein bisschen anders, also oben ist es die Klammer und darunter sind es halt diese größer und kleiner Zeichen, ist jetzt kein großer Unterschied, aber mit dem Slash Tell oder mit dem Slash S, also MSG für Message, kann man auch anderen Spielern was zuflüstern. Ich bin jetzt leider forever alone hier auf der Map. Das heißt, ich könnte mir jetzt selber Hi schreiben. Und dann steht da oben, Sir.GG.DE flüstert dir zu Hi. Du flüsterst Sir.GG.DE zu Hi. Also, wenn du was zugeflüstert bekommst, steht das da so in Schrägschrift, so ein bisschen, ja, mit weniger Opacity, also mit weniger, wie heißt es jetzt nochmal in Deutsch? Ihr wisst schon, was ich meine. Und darunter steht dann nochmal, falls du was gesendet hast, das Ganze in normaler Schrift. Also, so kannst du geheime Botschaften quasi zu anderen Spielern flüstern. Dann gibt es auch nochmal einen sehr praktischen Befehl, den ich sehr, sehr oft benutze. Also ich habe jetzt praktisch die Befehle genommen, die ich wirklich sehr oft benutze, und zwar Locate. Mit dem Befehl Locate kannst du Strukturen oder Dungeons oder alles Mögliche, zum Beispiel auch Dörfer oder das Enderportal, was auch immer, irgendwie in irgendeiner Form finden. Das heißt, ich habe das Ganze jetzt auf Village gelegt. Das heißt, wenn ich hier drauf drücke, wird mir das nächstgelegene Dorf praktisch angezeigt. Das ist praktisch der Befehl slash locate Leertaste Village. Ich könnte da jetzt aber auch alles andere eintippen. Wie gesagt, ich habe das jetzt hier mit einem Befehlsblock gemacht. Du kannst das natürlich auch selber hier eingeben, slash locate, und hast dann hier alle Möglichkeiten, die du praktisch auswählen kannst. Also wirklich von einem vergrabenen Schatz, End City, dann die Festungen, alles Mögliche kannst du dann hierüber finden. Natürlich, darum muss man aber achten, dass das Ganze auf Englisch ist. Also zum Beispiel statt Ruine schreiben wir jetzt Ruins. Und wenn wir das dann Enter drücken, wird das dementsprechend oben links angezeigt. Also eine Ozeanruine, an dem und den Blöcken ist das Ganze dann zu finden. Also slash locate, auch ein wirklich sinnvoller und nutzvoller Befehl meiner Meinung nach. Der nächste Befehl ist eher so etwas Designerisches oder Dekoratives, aber trotzdem sehr, sehr cooles, und zwar der Title-Befehl. Wenn ich jetzt hier praktisch drauf drücke, wird bei jedem Spieler abonniert GG.DE angezeigt. Also die wichtigste Nachricht des Tages bekommt dann jeder Spieler praktisch auf seinen Bildschirm gesendet. Und dieser Befehl funktioniert mit dem Befehl oder mit dem Slash Title. Dann gibt man Add All ein, also Add A in dem Fall, was alle Spieler bedeutet. Also jeder Spieler bekommt praktisch diese Nachricht. Und dann nochmal Leerzeichen Title, und dann kommt wirklich die Textnachricht, die wir übergeben wollen. Ich tippe das jetzt nochmal hier ein, und zwar slash title, dann wieder add all, wie gesagt, dann nochmal title und dann halt unsere Nachricht. Wenn ihr jetzt eine Farbe nehmen wollt, denkt immer daran, dass dieses Symbol hier, also dieses doppelte S, Paragraph-Symbol, was auch immer, einmal eintippen und dann eine beliebige Zahl. Ich nehme jetzt mal die, was ist denn eine schöne Farbe? Na, die ist einfach nur grau. Wir nehmen mal die 2 und dann an dieser 2 dann unsere Nachricht. Ich mache jetzt einfach mal und dann R2, um das Ganze zu beenden, und Viereck. Das kriegt dann praktisch jeder auf seinen Bildschirm. Das ist eigentlich ganz gut für Mapmaking, also falls ihr irgendwie eine Story habt, die dann ganze Zeit aufgeploppt werden soll, ist das schon sehr, sehr praktisch. Also slash title, da arbeitet man dann im besten Fall mit Comment-Blöcken. Das macht schon relativ viel Sinn und finde ich auch ganz, ganz cool. Also so kann man auch die ein oder anderen Maps machen, die ein oder anderen Nachrichten weitergeben auf Servern, das Ganze ein bisschen professioneller darstellen, finde ich aber auch sehr, sehr cool, muss ich sagen. Ja, die letzte Sache, die tatsächlich viele von euch gar nicht wussten, habe ich so in den Kommentaren mitbekommen, weil sich viele darüber beschwert haben, was ist denn jetzt so besser in der Bedrock-Version ohne Server, wir können trotzdem nur mit 8 Leuten spielen. Das ist falsch. Du kannst deine Welt
wirklich auf 30 Spieler setzen. Also maximal 30 Spieler können deiner Welt praktisch beitreten. Und das funktioniert dann halt mit dem Befehl Spieleranzahl, jetzt nicht im Deutschen, also Set Max Players. Also wenn wir mal drauf drücken, Set Max Players heißt der Befehl, Leerzeichen und dann die Anzahl, hier ist jetzt 10. Man kann das Ganze maximal auf 30 setzen. Und sobald ich dann hier drauf drücke, können insgesamt 30 Spieler auf meinem Server joinen. Ich tippe das Ganze jetzt nochmal kurz hier ein, weil das da irgendwie gar nicht funktioniert hat. Also Set Max Players auf 30 und absenden. Also maximale Anzahl der Spieler auf 30 festlegen. Jetzt können 30 Spieler auf meine Welt joinen, was natürlich sehr, sehr praktisch ist. Du kannst natürlich, weil sie standardmäßig auf 8 ist, sie auch auf 4 oder auf 2 setzen, ist natürlich dir überlassen, aber grundsätzlich kannst du bis zu 30 und auch wirklich maximal 30 Spieler deinem Server oder deiner Welt beitreten lassen. Das war's dann auch schon mit dem heutigen Tutorial. Schreibt mir gerne eure Meinung unten in die Kommentare, auch falls ihr natürlich noch Fragen habt, könnt ihr das unten in die Kommentare schreiben. Denkt auf jeden Fall auch an das Adventsgewinnspiel. Vielen, vielen Dank auf jeden Fall nochmal für den ganzen Support in der letzten Zeit. In den nächsten Tagen wird dann erstens nochmal ein kleines Tutorial zu dem Befehlsblock selber kommen, was man also für Möglichkeiten hat und des Weiteren, wie man Ränge verteilt und wie man rechts zum Beispiel seine Serverinfo, also du kannst den Titel von deinem Server festlegen, dann nochmal festlegen, was soll die Nachricht des Tages sein, was soll da rechts stehen, was bei jedem angezeigt wird und. Also es ist schon wirklich ganz, ganz praktisch und man hat so viele Möglichkeiten, was das angeht. Lasst auf jeden Fall gerne einen Daumen nach oben da, falls euch das Video gefallen hat, würde mich sehr, sehr freuen. Bis zum nächsten Mal und danke fürs Zuschauen. Auf Wiedersehen.